Die Nachbarn beschweren sich schon. Wie geht man denn hier aus? Ach, ja. Ey, verdammte Hulle, ey. Wer macht denn hier die Musik aus? Ich. Boah, sag mal, wie sieht das denn hier aus? Au! Was machen denn die ganzen Bullen hier? Sag mal, die Werkstatt ist ja... Das ist ja eine Saufbude hier geworden. Ich bitte, was machst du hier? Also wenn das jetzt eine Comedy-Sendung wäre, dann würde ich spätestens jetzt warnen. Ja, liebe Zuhörende, diese Folge ist verdammt gefährlich für Sie. Ich meine, wir haben hier Spaß ohne Backen, feiern ohne Ende und wir werden saufen. Saufen, bis der Arzt kommt. Ja. Und ich leg gleich los, Prost. Und außerdem habe ich natürlich schon vorgeglüht. Ja. So, und wenn Ihnen da nicht passt, dann müssen Sie abschalten, weil sonst sind Sie danach nicht mehr Sie selbst. Das Einzige, was wir weggelassen haben, sind die Fäkalworte, weil das wäre ja unter unserem Niveau, nicht wahr? Aber dafür gibt es reichlich Krawall. Geppetto, es sieht zwar hier ziemlich wüst aus, aber Krawall? Wo ist denn der Krawall? Da! Mensch, Geppetto, das war das Bild von deiner Großmutter! Ist er eh schon lange tot. Wer ist denn hier so laut und weckt mich? Es ist mitten am Vormittag. Sag mal, Geppetto, ist das da der böse Wolf, der auf unserem Küchentisch schläft? Falsch. Das ist der böse Wolf, der auf unserem Küchentisch aufwacht. Weil du so einen Lärm gemacht hast gerade. Wieso hab ich denn Lärm gemacht? Du hast das Bild von deiner Großmutter gerade kaputt geschmissen. Ja. Aber es war deine Schuld. Wenn du mich nicht gereizt hättest, hätte ich es ja nicht gemacht, oder? Ja, hat recht. Du sag mal, Geppetto, was ist das denn für ein Lärm hier? Du hast ja gesagt, wir können auslaufen, ey. Sag mal, bist du das, Rapunzel? Sag mal, was ist denn mit deinen Haaren los? Das sind keine Haare, das sind Schlangen. Ja, ich weiß. Weil Trinkerbell dir die langen Haare in Schlangen verwandelt hat, aber ich dachte, sie hätte sie dir wieder zurückverwandelt. Wieso? Das ist jetzt mein neuer Style. Das bleibt so. Das kannst du doch nicht bringen. Das ist doch gefährlich. Du könntest ja jemanden verletzen. Ja, chill mal. Das bleibt alles so, wie es ist. Ja, aber sag mal, da ist noch irgendwas anders an dir. Ja, genau, du leuchtest ja total. Du bist ja wie eine Glühbirne. Wie kann das denn? Was, wie? Petto, hast du mal einen Spiegel? Ja, kein Problem. So. Oh, stimmt, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich leuchte wie so eine Glühbirne. Das habe ich mir immer schon gewünscht. Ja, deswegen habe ich dich ja gestern auch in eine Glühbirne verwandelt, falls du dich erinnerst. Nö, habe ich voll nicht mitgekriegt, ey. Ja, wie denn auch? Du warst ja voll wie eine Haubitze. Boah, sieht super aus, aber dieses grüne Kleid, grün steht dir doch gar nicht. Was hättest du denn gerne für eine Farbe? Sag mal, Geppetto, was hättest du denn von Rot? Feuerrot, oh, das wäre doch mal was. Das hatte ich noch gar nicht. Wie Madame belieben. Wie sehr. Sag mal, Geppetto. Kannst du dir mal den Humpel noch mal voll machen? Ich muss mal was nachglühen. Noch was? Ja, kein Problem. Bitte sehr. Sag mal, Geppetto, hast du gerade den Humpel von dem bösen Wolf mit deiner Zauberkraft wieder voll gemacht? Wenn du doch genau gesehen hast, warum fragst du dann so blöd? Ja, aber wozu brauchst du dann noch diese ganzen Flaschen hier auf dem Boden? Wenn du doch die Humpen so voll zaubern kannst, das macht doch überhaupt keinen Sinn. So. Je mehr Polen auf dem Boden, umso assiger sieht das aus. Und ich bin halt jetzt in meiner Assig-Phase. So ist es. Und wenn es dir nicht passt, kannst du ja abhauen. Sag mal, Geppetto, riechst du das? Das riecht ja total verbrannt hier. Was ist das denn? Und das ist nicht schlimm. Das ist nur dein Puppenhaus. Mein Haus? Du hast mein Haus in Flammen gesetzt. Ach je. Ja, und zwar gestern so nach Flammen. Wuff, sag mal, Geppetto, wieso machst du sowas? Ja, das kam einfach so aus mir raus. Mir war so danach. Ja, und wer kann schon Flammen zaubern, die nur ein Puppenhaus verbrennen und den ganzen Rest um sich herum in Ruhe lassen? Schau mich an. Ganz genau. Ich, der Petto. Ja, aber was soll das denn? Was kommt als nächstes? Ja, was kommt als nächstes? Das ist immer die Frage. Wenn man mit was fertig ist, muss ja was Nächstes kommen.
Aber ich habe eine Idee. Als nächstes, haha, spreche dir in der Luft. Oh, du bist super. Deine Ideen sind wirklich klasse, blaue Elfe. So. Was ist das denn, Geppetto? Ja, das ist eine Bombe, ne? Und die geht gleich in die Luft. Sag mal, hast du sie noch alle? Da fliegen wir gleich alle mit in die Luft. Ich muss uns schnell hier wegzaubern. So. Jetzt sind wir gerade eben noch rausgekommen. Ja, so nicht. Ich habe die Zellen noch nicht mal geputzt. Auf, auf. Was machen wir als nächstes, Petto? Das rote Kleid habe ich ja schon an. Sollen wir ans Saufen gehen? Komm, wir gehen in die nächste Knappe. Ja, habt ihr recht. Bei mir zu Hause saufen ist im Augenblick gerade schlecht. Ja, geh mal in die Kneipe. Los. Wann ist blaue Elfe? Kommst du mit? Nee, ich glaube eher nicht. Ich komme dann später nochmal nach. Ja, dann saufen wir für dich eben mit. Und wenn du nicht kommst, ist auch gut. So einen Spießer können wir nämlich auch gar nicht gebrauchen. Petto, da hast du recht. Mein Gott, was für eine Spaßbremse. Ja, da triffst du es auf den Punkt. Das ist voll die Spaßbremse. Also, das wird dich auch noch schnell geschafft, uns herauszuzaubern. Ja, sicher, du bist ja schließlich Zauber, Petto. Dieses Theater zu machen. So, komm, los. So, aufs Feiern. Weg sind sie. Meine Fresse. Das hab ich gehört. Merkt ihr das endlich? Sätze mit Fresse sind meine Sätze. So. So langsam macht ihr mir Angst. Trere, trere, ich bin's, Trinker. Bäh, was ist das denn? Was ist denn hier los? Also irgendwas stimmt mit meinem Zauberstab nicht. Die Koordinaten, die da drin sind, sollten mich doch direkt in Geppettos Werkstatt führen. Ja, wo ist sie denn? Hier ist ja gar nichts. Es ist mir ja noch nie passiert. Und was sollen diese ganzen Trümmer hier rumfliegen? Ja, gut, dass du kommst, Trinkabel. Ja, diese Trümmer, da sind die Werkstatt. Der hat seine eigene Werkstatt in die Luft gejagt. Der ist total bekloppt und durchgedreht. Der ist auf Krawall gebürstet oder so. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Oh mein Gott, da ist er wieder. Oh mein Gott, und er hat eine rote Spraydose in der Hand. Ich habe was vergessen. Fertig. Oh mein Gott. Kann es sein, dass der Geppetto sich gerade nur wieder hier hingezaubert hat und mal gerade eben mit dieser roten Spraydose ein Anarchiezeichen auf die Trümmer seiner Werkstatt zu sprayen? Trinkerbell, blitzschnell erkannt. So ist es. Du meine Güte, die sind noch bescheuerter als ich und ich hab schon verrückte Ideen. Ja, das hast du in der Tat. Umso erschreckender ist das Ganze ja. Sag mal, ist das nicht der große Hobel von dem Geppetto, der da in der Asche liegt? Ja, wo ist er denn jetzt? Der lag doch gerade noch hier. Trinkerbell, du hast meinen Hobel in der Hand. Gib den sofort her, das ist mein Markenzeichen. Wir haben da gerade eine Prügelei in der Kneipe, da kann ich das Ding gut gebrauchen. Macht gut. Der neue Geppetto gefällt mir. Der hat immer so richtig Wumms. Also ich weiß ja nicht. Ah, Gott sei Dank, da ich seufzt wie hell. Ah, da seid ihr ja. Das ist aber komisch. Hier sollte doch die Werkstatt von Geppetto sein. Trari, trara, herzlich willkommen in der Trümmerwerkstatt. Der gute alte Schreiner hat sich gerade in seiner Terror-Krawall-Anarche-Phase einfach in die Luft gesprengt. Es hat kurz Puff gemacht und weg war es wieder. Das war dann vielleicht doch nicht so eine gute Idee letzte Woche, dass wir ihn in die rote Hexe verwandelt haben, damit wir ihm das Hochzeitskleid von den Spinnenwürmern an den Leib spinnen lassen konnten. Ja, das ist schon recht, aber es war nun mal die einzige Möglichkeit, das Kleid zu spinnen. Weil du weißt doch, die Braut darf das Kleid vor der Hochzeit ja nun mal nicht sehen, ja? Und da mussten wir Geppetto überreden, dass er dafür herhält. Aber dass der Fürst der Finsternis dann die Hochzeit mit der roten Hexe vorgezogen hat und Geppetto dann nicht rechtzeitig wieder aus dem Kleid rausgezaubert werden konnte und die Hexe rein, da konnten wir natürlich auch nicht viel dran ändern. Nicht nur, letzten Endes ist es ja deine Schuld. Hättest du die Hexe schneller mit dem Geppetto ausgetauscht, dann hätte der Geppetto nicht Ja gesagt vor dem Hochzeitsaltar und nicht den Fürsten der Finsternis geheiratet, anstatt dass die rote Hexe das macht.
So, und jetzt ist er nun mal halt die Braut des Fürsten der Finsternis. Und der Fürst der Finsternis hat seine Macht mit ihm geteilt und deswegen kann er jetzt zaubern. Aber ganz offensichtlich hat mein Papa, der Fürst der Finsternis, auch ein paar negative Eigenschaften von sich mit dem Geppetto geteilt. Und deswegen ist der hier so auf Krawall gebürstet. Ja, das ist in der Tat sehr offensichtlich. Was können wir jetzt dagegen machen? Wie können wir das rückgängig machen? Hast du das deinen Vater mal gefragt? Ja klar, hab ich. Was sagt er? Dass er gleich nachkommen wird. Da ist er ja schon. Hallo, meine Lieben. Hä? Meine Lieben? Das klingt ja so gar nicht nach dem Fürsten der Finsternis. Und wo ist übrigens das Echo geblieben? Herr Finsternis, Sie hatten doch früher immer so ein Echo in der Stimme. Wo ist das? Das ist es ja gerade. Es ist fort. Lassen Sie mich raten. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Sie letzte Woche, aus Versehen natürlich, Geppetto geheiratet haben und nicht die Rote Hexe. Naja, und Ihre Macht natürlich mit ihm teilen. Ganz genau, und seitdem verwandle ich mich. Ja, er hat alle guten Eigenschaften von Geppetto übernommen. Richtig. Und Geppetto hat alle negativen Eigenschaften von mir übernommen. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Aber zaubern kannst du doch noch, Papa Finsternis, oder? Es ist ein bisschen abgeschwächter, aber es funktioniert noch. Ja und? Kann man das Ganze jetzt irgendwie wieder rückgängig machen? Ich fürchte, nein. Ne, das kann ja mal spannend werden. Aber es hat doch was für sich, Mr. Finsternis. Ohne dieses Echo kann man sie endlich mal vernünftig verstehen.